Folgt mir durch die Dimensionen der Zeit, in die Tiefen des äußeren Weltraums, auf einen wundersamen Planeten, der in einer fernen Galaxis seine Bahn zieht. Er heißt Eternia. Hier gibt es dampfende Teersümpfe, in deren ewiger Dämmerung scheue, aber gefährliche Dämonen lauern. Weite Ebenen mit bizarren, farbenprächtigen Bäumen. Schroffe, tote Gebirge, die einen reizvollen Kontrast zu seinen leuchtenden, von Leben pulsierenden Städten bilden. Wie zum Beispiel Eternus, die Hauptstadt des Planeten mit dem königlichen Palast. Eternias Städte sind Zentren einer hochentwickelten Kultur und Technologie. Aber es ist auch eine Welt voller Zauberei und schwarzer Magie. Überall findet man Anzeichen dafür. Doch der geheimnisvollste und magischste Platz ist Schloss Grayskull. Seine Mauern bergen Geheimnisse, die nur Eingeweihten zugänglich sind und Kräfte, die jede menschliche Vorstellungskraft übersteigen. Ich, Zuara, bin die Zauberin von Grayskull. Und das sind meine lebenden Bilder. Sie erzählen die Geschichte eines wunderbaren Helden, eines Sterblichen, dem die geheimen Mächte von Grayskull in seinem Kampf gegen das Böse beistehen. Und die Meister des Universums. Ich bin Prinz Adam von Eternia, Hüter der Geheimnisse von Grayskull. Und das ist mein furchtloser Freund Cringer. Die geheimen Zauberkräfte von Grayskull gehen auf mich über, wenn ich mein magisches Schwert in die Luft halte und laut ausrufe: Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Zauberkraft! Cringer verwandelt sich dann in einen mächtigen, furchtlosen Kampftiger. Und ich werde zu He-Man, dem stärksten Mann des Universums. Nur drei andere Bewohner unseres Planeten teilen mein Geheimnis. Zuar, die Zauberin, der Waffenschmied und Orko. Gemeinsam verteidigen wir Schloss Grayskull gegen die bösen Mächte von Skeletor. Der Hexenmeister Skeletor ist ein Dämon aus einer anderen Dimension. Es gibt viele bösartige Wesen, die Eternia bedrohen. Aber keins von ihnen ist so gefährlich wie Skeletor. Skeletors Wohnung und Hauptquartier ist Burg Schlangenfels. Hier denkt er sich mit seinen Helfern und Spießgesellen immer neue Pläne aus, um He-Man zu vernichten. Dreimal darfst du raten, was ich hier in der Hand halte, aber weil du sowieso nicht drauf kommst, will ich es dir verraten, Beastman. In diesem Kästchen liegt der strahlende Diamant der Verbannung. Der strahlende Diamant der Verbannung? Weißt du, was passiert, wenn jemand in den Strahl... Ja, schon gut. Ich weiß das, Spitzohr. Geh jetzt und aktiviere den Transportstrahler. Den Strahler? Jawohl, wie du befiehlst, Skeletor. Sehr gut. Jetzt kann ich meine Krieger aus allen Teilen des Universums rufen und mit dem Strahler herbeamen. Hört, meine Krieger, ich, euer Herr Skeletor, rufe euch zu mir. Der Mann, Kriegsherr des Wassers, Beherrscher der Seen, Ströme und Fische, kehre zurück zum Schlangenfels. Evelyn, Zauberin der Nacht, ich, dein Herr Skeletor, befehle dich zu mir! Triklop, du Allessehender, ich brauche dich und deinen alles durchdringenden Gammablick. Komm zum Schlangenfels! Thank you.
Kunst. Komm mit deinem tödlichen Arsenal zu mir. Schön, dass ihr da seid. Skeletor, warum hast du uns nach Schlangenfels gerufen? Weil ich endlich die Macht habe, Eternia zu erobern und He-Man zu vernichten. Das hast du schon oft gesagt, Skeletor. Aber He-Man hat unsere Angriffe immer wieder zurückgeschlagen. Diesmal habe ich etwas, dem er nicht widerstehen kann. Den strahlenden Diamanten der Verbannung. Was ist denn so besonders an diesem strahlenden Diamanten? Das werde ich euch gleich zeigen. Wer von euch meldet sich freiwillig dazu? Keiner? Das ist sehr vernünftig, wenn auch nicht gerade sehr tapfer. Passt auf, was mit einem Lebewesen geschieht, das in den Diamantenstrahl sieht. Es löst sich auf und verschwindet. Ja, es wird in eine andere Dimension verbannt. Dasselbe Schicksal erwartet jeden, der mir noch im Wege steht. Und ganz besonders He-Man. Hört gut zu, ich erkläre euch jetzt meinen Plan. Und jetzt kommt das große Finale. Dieser Trick heißt Eierbecher hüpfen. Das letzte Mal, als du einen Eiertrick versucht hast, habe ich alle Eier an den Kopf gekriegt. Keine Angst, diesmal kann nichts passieren. Ich zaubere das Eisenblech weg und jedes Ei hüpft in seinen Eierbecher. Ha, da bin ich aber gespannt. Eisenblech, fliege weg, weg. Hurra, es hat geklappt. Na, warte, Orko. Oh, entschuldige. Und nun zu meinem nächsten Trick. Der einzige Trick, den ich noch von dir sehen will, ist der, dass du verschwindest. Haha, ich lege das Königsschloss in Schutt und Asche. Das ist einer von Skeletors Kriegern. Meine Wachen werden ihn vertreiben. Oh, wenn Eure Majestät den Befehl geben. Ja, Captain, gehen Sie. Komm, wir gehen auch, Cringer. Hier wird es gleich ungemütlich. Wenn er doch nur den Mut eines Prinzen hätte. Ich hoffe nur, dass Adam vernünftig ist und nicht das tut, was ich befürchte, dass er tut. Zeit, dass He-Man und der Kampftiger eingreifen. Och, weißt du, eigentlich bin ich heute gar nicht in der Stimmung einzugreifen. Beeil dich! Warum hast du es so eilig? Bei der Macht von Grayskull! Zur Hilfe ein. Jetzt gebe ich dir was zu knabbern, Blechzahn. Skeletor, sie hat meinen Gleiter getroffen. Ich kann nicht mehr steuern. Das macht nichts. Wir können auf diesen alten Schrotthaufen verzichten. Hauptsache, er hat Tila und ihre Wachen vom Schloss weggelockt. Nichts kann uns mehr aufhalten. Jetzt werden wir seiner Majestät eine Überraschung servieren. Warum geht denn dieser verdammte Armbruststrahler nicht in die Halterung? Dass diese Dinge auch nie funktionieren, wenn man sie mal braucht. Keine Bewegung, Blechzahn!
Ein echter Leckerbissen. Und nun wirst du schön stillhalten, Malzahn. Demon, mein Armbruststrahler wird dich verglühen. Wenn ich mich nicht irre, haben diese Armbruststrahler früher mal besser funktioniert. Eine Laserkanone ist 10-mal stärker. Pass auf! Darf ich dir dabei helfen, deine Kanone richtig zu montieren? Lass mich runter! Warte nur hier, wenn ich meine Laserkanone repariert habe, komme ich zurück und dann werde ich dich verstrahlen! Ich danke dir für deine Hilfe, He-Man. Gern geschehen. Teela, ich habe das Gefühl, man hat dich und die Wachen absichtlich weggelockt. Wir müssen zurück zum Schloss. Ja, flieg mit deinem Kampfgleiter so schnell wie möglich voraus. Wir kommen nach. Ich mache mir Sorgen um Teela. Sie müsste doch eigentlich längst zurück sein. Deine Tochter ist die tapferste Kriegerin von Eternia. Ja, ich bin sicher, sie kommt gesund zurück. Wenn du nichts dagegen hast, werde ich dir mit einem hübschen Zaubertrick die Zeit vertreiben. Aber wehe, du wirfst wieder mit Eiern. Keine Angst, diesmal kriegst du ganz bestimmt nichts ab. Na, das ist endlich mal ein sauberer Trick. Siehst du, da ist Zoa. Die Zauberin? Was will sie hier? Sie spricht zu mir durch Telepathie. Und was sagt sie? Sie sagt, Skeletor ist hier im Palast. Skeletor hier? Wir müssen den König und die Königin in Sicherheit bringen. Hallo, da sind wir. Und da ist auch seine Majestät, der verflossene König von Eternia. Zu spät. Kann uns die Zauberin nicht helfen? Nein. Außerhalb von Grayskull ist sie machtlos. Wache! Hierher, schnell! Wir haben alle Wachen hier weggelockt. Ich bin noch da. Komm nur her, Skeletor. Ich schlage dich auch mit bloßen Händen. Ich will mich nicht schlagen. Ich will euch nur etwas zeigen. Seht her. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Was soll das heißen? Ich bin geblendet. Ich kann nichts mehr sehen. Was für ein Zauber ist das? Ich werde ganz leicht. Wir verschwinden! Und jetzt kommst du dran, Zwerg. Nein! Oh, ich gehe im Dunkeln. Hilfe, Hilfe! Oh, geh raus! Haltet ihn! Der Zwerg darf uns nicht entkommen! Lass ihn, er kann uns nicht gefährlich werden. Noch heute greifen wir Schloss Grayskull an. Und diesmal kann nicht einmal He-Man verhindern, dass ich seine Geheimnisse enthülle. Und dann werde ich König. Hilfe, Hilfe! Ist denn niemand da, der mich von dieser Blumenvase befreien kann? Oh, gut gemacht. Danke, mein Freund. Und jetzt nichts wie auf zu He-Man! Sieh da! Skeletors Robotsoldaten. Also war meine Vermutung richtig. Er wollte nur den Palast angreifen. Vorwärts, mein Kampftiger! Jetzt wollen wir hier erstmal ein bisschen aufräumen. Steven, halt! Warte! Sag, Orkorn, was ist im Palast passiert? Skeletor hat ihn besetzt. Er hat deine Eltern verschwinden lassen, den Waffenschmied und die Zauberin auch. Wir müssen sie retten. Erzähl mir genau, was passiert ist. Er hat sie mit einem Diamanten geblendet und dann sind sie plötzlich verschwunden. Der strahlende Diamant der Verbannung. Er muss ihn zufällig gefunden haben. Und was machen wir jetzt? Du wirst Teela und ihre Wachen suchen. Sie sollen im Wald vor Schloss Grayskull auf mich warten. Und dann versuchst du, den Rammer und Stratos zu finden. Und was machst du? Nur die Zauberin Zoa wird wissen, wie man die Wirkung des Diamanten wieder rückgängig macht. Es gibt nur einen einzigen Platz, wo ich versuchen kann, mit ihr Verbindung aufzunehmen. Und das ist Schloss Grayskull. Bei der Macht von Grayskull befehle ich dir, magische Zugbrücke, öffne dich! Vielleicht kann ich über den Geisterspiegel mit dir in Verbindung treten.
Zauberin Zoa? Zauberin Zoa! Wenn du mich hören kannst, sag mir, wohin ihr verschwunden seid. Wir sind in einer zeitlosen Dimension gefangen, He-Man. Nur du kannst uns daraus befreien. Aber wie? Was muss ich dafür tun? Du kannst uns nur befreien, indem du den Diamanten der Verbannung zerstörst. Das wird nicht leicht sein. Und wenn du nur einen Augenblick zu lange in sein Licht blickst, wirst du ebenfalls hierher verbannt. Für immer. Ich habe verstanden. Viel Glück, He-Man! Skeletor wird sicher versuchen, Schloss Grayskull einzunehmen. Was hältst du von der Idee, zu seinem Empfang eine kleine Begrüßungsparty zu geben? Noch heute werde ich Herr von Schloss Grayskull sein. Los, reiß die Zugbrücke herunter, Beastman! Zieht mit aller Kraft, ihr müsst es schaffen! Wenn nichts hier ist, um es zu verteidigen, wird das Schloss unseren Angriffen nicht lange standhalten. He-Man! Das nächste Mal solltest du so höflich sein, anzuklopfen. Auf ihn! Glaubst doch nicht, dass ich mich von dir beißen lasse, Beastman. Kommt, wir greifen an. Du bewachst den Eingang. Versuch mal im Schlamm zu schwimmen. Das werde ich dir heimzahlen. Oh nein, das lässt du, alte Hexe. Tila! Hilfe! Lass mich sofort wieder raus! Gute Arbeit, Stratos. Er ist noch zu weit weg. Ich kann den Diamanten noch nicht gegen ihn einsetzen. Los, Panther, hol ihn! Danke, dass du mir ein bisschen Luft verschafft hast, Rimer. Ja! Hey, alles dreht sich um mich. Ich kann nicht sehen. Kämpft, ihr Feiglinge, greift an! Kämpf doch mal selber, Skeletor! Ganz wie du willst, He-Man. Nachdem du jetzt nah genug bist, sieh dir das an! Nein, danke, aber sieh du doch mal in den Strahl! Nein, nimm das Schwert weg! Oh, der Diamant ist abgestürzt! Lass uns schnell von hier verschwinden! Aber nicht ohne He-Man noch eine Kleinigkeit zum Spielen dazulassen! Siehst du, ich wusste doch, noch nicht einmal du kannst ihn besiegen, Skeletor. Das brauche ich auch nicht, er tut es selbst. Siehst du, der Idiot versucht, den Diamanten zu holen. Was macht er denn da? Ja. Hat ihn gefunden. Haha! Ja, und gleich werden wir von ihm befreit sein. He-Man, pass auf, sei vorsichtig!
verschwinde nicht! Er ist fort! Die andere Dimension! He-Man, komm zurück! Ja. Bitte, He-Man! Du musst den Diamanten der Verbannung unbedingt zerstören. Wieder einmal bist du zum Retter unseres Planeten geworden, He-Man. Das stimmt. Ich danke dir, dass du uns befreit hast. Na schön, He-Man. Ich gebe zu, dass du wieder einmal gewonnen hast. Aber ich werde zurückkommen. Du hast unser geliebtes Eternia gerettet. Und uns. Ich danke dir.